Heute geht es im Tagesrausch um die soziale Funktion des Rauschs. Bei mir zu Gast dazu Daniel Kuller. Hallo. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen. Und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund des Senders wegen. Herzlich willkommen zum Tagesrausch. Ich weiß, ich war lange, lange nicht mehr zu sehen, aber es gab furchtbar viel anderes zu tun. In Zukunft soll sich das ändern. Und damit ihr die Lust am Tagesrausch nicht verliert, habe ich mir gleich mal einen ganz besonders kompetenten Gast eingeladen. Bei mir heute Daniel Kuller, Musiker, Autor, Vortragsreisender in Sachen Rauschkunde. Daniel hat vor kurzem ein Buch namens Leben im Rausch geschrieben, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen, weil ich es ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden habe. Anders als ihr jetzt vielleicht vermutet, geht es in Leben im Rausch aber nicht primär darum, wie ihr euch besonders effektiv berauschen könnt, wie man die ekstatischen Momente noch verlängert oder ähnliches, sondern es geht darum, welche soziale Funktion hat denn der Rausch in unserer Gesellschaft und warum ist es für Herrschende wichtig, Rausch unter Kontrolle zu halten. Gleich mal am Anfang, was hat denn Rausch mit Herrschaft zu tun? Kommt erstmal darauf an, wie man Herrschaft auch fasst. Also ich würde es halt als diese soziale Beziehung fassen, die es erst seit ein paar tausend Jahren gibt eigentlich unter Menschen. Also die meiste Zeit haben Menschen vermutlich ohne Herrschaft gelebt in der Form. Und in dem Moment, wo sie aufkommt, muss sie mit dem Rausch irgendwie umgehen, weil Rausch tatsächlich Lebewesen mehr Handlungsoptionen eröffnet. Denen fällt immer noch was ein. Die finden noch einen Ausweg, noch eine Ausrede, können sich halt gerade irgendwelchen Zwängen, irgendwelcher Kontrolle vielleicht auch besser entziehen dadurch. Und Herrschaft muss dem natürlich irgendwie entgegenwirken, weil da geht es ja gerade darum, Leute zu kontrollieren, sie tatsächlich dazu zu bringen, das zu tun, was sie sollen. Sie muss einfach immer dagegen arbeiten. Das heißt nicht, dass das jetzt vor ein paar tausend Jahren schon so bewusst passiert ist, dass sie jetzt gesagt haben, oh, wir müssen Rauschkontrolle machen oder so. Aber es haben sich halt nur alle Formen von Herrschaft auf die Dauer halten können, die das irgendwie gemacht haben. Das heißt einerseits diesen falschen Rausch, diesen Rausch, durch den sich Menschen praktisch entziehen können, irgendwie unterbinden oder in irgendeiner Form halt aus der Gesellschaft so ein bisschen rausdrücken. Und zum anderen aber auch dieses ganze Rauschbedürfnis, das Menschen nun mal haben, wie jedes andere Lebewesen mit einem Nervensystem auch, irgendwie an die Herrschaft dranbinden. Also so Veranstaltungen, Rituale machen, die das in gewisser Weise monopolisieren. Also an irgendeiner Stelle sagen, das hier ist der erlaubte Rausch, hier dürft ihr das machen. Und da kann man natürlich dann entsprechend auch die jeweiligen aktuellen herrschaftlichen Inhalte drin unterbringen. Also man sich jetzt so einen katholischen Gottesdienst vorstellt, wo dann halt riesige Reizüberflutung passiert mit bunte Fenster und Orgelmusik und Weihrauch und man singt zusammen und so weiter. Und da kann ich natürlich dann diese Inhalte viel tiefer in die Leute versenken in diesem Zustand. Das heißt, du verstehst den Rauschbegriff ein bisschen weiter als nur, dass sich mit Substanzen antörnen. Ja, also das war auch sicherlich eine Fleißarbeit für dieses Buch, von der ich gar nicht dachte, dass ich sie machen müsste. Überhaupt erstmal so einen Begriff von Rausch mal entwickeln oder daran irgendwie mal was machen, weil sonst ja die meisten Definitionen, die man findet, das sehr eng fassen, also immer mit Substanzeinnahme und meistens auch mit irgendeiner Form von Störung oder Schädigung das eigentlich assoziieren. Biochemisches Ungleichgewicht sozusagen. Genau, und das wird den meisten Formen von Rausch eigentlich nicht gerecht, die die Menschen und auch andere Lebewesen halt die meiste Zeit über kennen. Die gehen eigentlich in gewisser Weise von allein los, sind irgendwie Reaktionen auf irgendwas, was in der Umgebung passiert. Und wenn ich natürlich mir das dann anschaue, wie systematisch praktisch das meiste von Rausch aus diesen Begriffen immer ausgeblendet ist, lerne ich auch eine ganze Menge über diese Gesellschaft, die das tut. Also es ist ja kein Zufall, dass dann sowohl die Wissenschaft als auch die Politik halt immer nur auf diese Rauschauslöser, auf diese Substanzen guckt, weil das sind halt die Rauschwaren, die man verkaufen kann. Das ist halt doch dann Sachen, auch der einzige Rausch, der sich Herrschaft erschließt, oder? Weil die Ekstase, die ich beim schnellen Motorradfahren erlebe oder beim Hillclimbing oder was auch immer, die kann man doch staatlich nicht kontrollieren. Die können doch nicht. Naja, über die Straßenverkehrsordnung und die entsprechenden Maßnahmen kann man da auch was tun. Die allermeisten Rauschkontrolle-Maßnahmen in der Geschichte haben sich ja gar nicht gegen Substanzen gerichtet. Das ist ja ein relativ neues Phänomen eigentlich, dass man dann sagt, das liegt jetzt, ich glaube, das ging so vor 500 Jahren mit dem Bier los. Das war, glaube ich, die erste Substanz, die wirklich mal so in den Fokus genommen wurde als
wenn die Leute Bier trinken, kommen sie auf dumme Gedanken. Vorher ging es eher immer um bestimmte Formen von Zusammenkünften, von Ritualen, die Menschen irgendwie sich begegnen, die irgendwo feiern, irgendwelche Sachen zusammentun und dann halt das Rathaus anzünden gehen oder dann halt plötzlich irgendwie feststellen, dass sie so in der Gesellschaft gar nicht leben wollen, wie das sonst vorgesehen ist oder sowas. Und man hat ja eher versucht, dann eben solche Zusammenkünfte zu unterbinden oder halt diese Festivitäten, was auch immer das war. Also die große Verkehrskontrolle auf dem Sonne, Mond und Sterne Festival ist nicht in Wirklichkeit eine Anti-Drogen-Maßnahme, sondern eine anti-alternative Gedankenmaßnahme. Also gegen diesen falschen Rausch, der ja auch immer sehr willkürlich definiert wird, der ist ja auch nicht so richtig scharf gefasst unbedingt. Und in der Neuzeit versuchte man dann aber schon oft über, oder hauptsächlich über das Verbot oder die Kontrolle bestimmter Substanzen an diesen falschen Rausch ranzukommen. Also es wurden dann immer Substanzen verboten, man hat dann irgendwann das Reinheitsgebot erlassen, man hat dann irgendwann diese ganze Rauschgiftbekämpfung angefangen, War on Drugs und so weiter. Aber das Ziel war nie die Substanz, sondern das Ziel war immer das, was man da sozial mit verbunden hat. Also dass da eben plötzlich irgendwie Menschen miteinander in Verbindung kommen, die sonst eigentlich nichts miteinander zu tun haben sollen, so Sphären, die eigentlich getrennt bleiben sollen. Oder dass die Leute eben dann tatsächlich in bestimmten Zusammenhängen in den 60er Jahren ging es dann ganz bestimmt viel mehr eben um diese ganze Kommune-Bewegung, diese Dropout-Bewegung, die aber eben sehr stark mit den Substanzen assoziiert wurde. Man hat dann versucht, über das Verbot, die Kontrolle der Substanzen, diese Bewegung praktisch mit zu erwischen. Also Hippies diskreditieren, indem man LSD verbietet zum Beispiel. Genau. Oder sie auch wirklich unter Kontrolle bringen wieder. Also man hat ja gedacht, das wäre das Mittel, mit dem sie es schaffen, aus der Gesellschaft rauszukommen. Und wenn man das unterbindet, dann klappt das nicht mehr. Also es wurde auch so ein bisschen so getan, dann als wäre das die magische Substanz oder wären das die magischen Substanzen, die Leute jetzt plötzlich irgendwie revolutionär oder schlechter benutzbar machen. Und das stimmt natürlich nicht. Also meistens ist ja dieser Entschluss, was anders machen zu wollen, vorher schon da. Und dann benutze ich diese Substanzen ja auch ganz anders. Oder dann gehe ich in so einen Rausch auch ganz anders rein. Das kommt ja in den allerseltensten Fällen jetzt einfach so aus der Substanz raus. Nun bist du einer der wenigen Menschen, die sich öffentlich als Kommunist bezeichnen und nicht dafür schämen. Und Kommunismus hat ja so eine Dialektik im Hintergrund, quasi eine zwangsläufige Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Siehst du das auch beim Rausch? Was ist die Zukunft der Herrschaft über den Rausch? Also okay, das ist vielleicht ein Punkt, an dem ich jetzt nicht unbedingt so der orthodoxe Kommunist bin. Also mir fehlt dieser Optimismus, mir fehlt diese Gewissheit, dass das irgendwann wirklich mal anders wird. Mhm. Also ich möchte gern, dass es anders wird. Ich möchte gern, dass alle Menschen kriegen, was sie brauchen. Du bist also Kommunist, aber kein Marxist. Ich habe auf jeden Fall große Probleme mit dieser historisch-materialistischen Idee, dass das unbedingt alles irgendwann notwendig dahin läuft. Das wäre sehr schön, das wäre sehr entspannt, dann müsste man eigentlich auch nicht mehr viel machen. Dann würde das ja von ganz alleine irgendwann dahin gehen. Diese Gewissheit fehlt mir leider. Also ich glaube, dass man wirklich was dafür tun muss, dass es eine bewusste Entscheidung irgendwann mal braucht, dafür zu sorgen, dass wirklich alle Leute kriegen, was sie brauchen und dass das nicht einfach so von allein passiert. Und das heißt, die Zukunft ist insofern, das kann in beide Richtungen laufen. Es ist möglicherweise sogar wahrscheinlicher, dass das nicht klappt. Aber wenn jetzt Leute zugucken, die gerne einen herrschaftsfreieren Rausch haben möchten, was sind deiner Meinung nach die ersten Schritte, die die tun können, um auf diesen Weg zu gehen? Außer dein Buch kaufen, lesen und lernen. Also du hast einleitend gesagt, dass es in dem Buch nicht so sehr darum geht, wie man jetzt effektiver sich da berauschen kann. Das ist nicht ganz richtig, weil es schon auch darum geht, wie man überhaupt erstmal Rauschentfaltung ermöglichen kann. Weil ich glaube, dass das halt heute meistens sehr eingeklemmt, eingesperrt ist, dass also die meisten Rauscherlebnisse, die Menschen haben, abgesehen von vielleicht mal so Episoden oder biografischen Phasen, sehr stark verwaltet sind, sehr stark so Erwartungshaltungen, Gruppenzwang, Verwertung und sowas unterliegen. Weshalb ich sagen würde, dass man vielleicht erstmal genau solche Situationen schaffen müsste, wo das alles nicht so sehr am Start ist, wo man halt von dieser ganzen Konkurrenz und Belästigung, die den ganzen Tag normalerweise passiert, so ein bisschen entfernt ist, wo man einfach mal weniger Angst haben muss grundsätzlich. Und das wäre vielleicht auch der wichtigste Punkt. Ich glaube, dass halt Angst das ist, was Rausch am gründlichsten an der Entfaltung eigentlich hindert. Also Angst ist eigentlich das, was dem am systematischsten entgegenwirkt. Also möglichst angstfreie Situationen schaffen, damit man das erstmal erkunden kann, erstmal rauskriegen kann, was kann denn mein Nervensystem da eigentlich alles, wie sieht das eigentlich alles aus. Und äh, ich
kann mir vorstellen, dass dann halt auch diese gesellschaftlichen Verhältnisse nicht mehr ganz so unverrückbar einfach erscheinen, wenn man halt feststellt, hey, wow, ich kann mich tatsächlich da mal so weit schon rausbewegen, ich kann mir das ja schon mal vorstellen, wie das anders sein könnte, das vielleicht so wie so eine Art Generalprobe oder Simulation davon, wie es eigentlich sein könnte. Und von da aus gesehen dann vielleicht überlegen, warum ist das sonst eigentlich nicht so? Warum habe ich denn da sonst Schiss vor? Warum geht das denn sonst eigentlich nicht so gut? Warum sieht die meiste Berauschung halt eben eher so aus wie Oberbaumbrücke am Wochenende oder das Maifest oder sowas, wo ich nicht das Gefühl habe, dass da besonders viel Bewusstseinserweiterung passiert die meiste Zeit. Also. Gibt es eine Droge, die du den Zuschauern jetzt empfehlen kannst? Weil was ist die Droge, die aktuell herrschen und am meisten abkotzen lässt? Also wenn ich es an der Droge festmachen soll, ist es natürlich ohne Frage LSD, weil es einfach irgendwie so der Benchmark ist. Das ist halt so viel, wie ich im Nervensystem auf einmal anmachen kann. Das ist einfach die Substanz, die wirklich an alle Rezeptorklassen rangeht, volle Pulle und extrem lang. Aber ich würde es gar nicht daran festmachen. Ich würde halt sagen, dass tatsächlich es möglicherweise irgendwelche Auslöser sein können. Vielleicht auch einfach ohne sowas, vielleicht mit irgendwelchen Atemübungen oder einfach sozusagen den Rausch, der sich ja sowieso von allein öfter mal einstellt, mal richtig ausfalten, mal richtig kommen lassen. Also eher Set und Setting bearbeiten, ja, genau, als die Droge. Ich würde mal so ein bisschen gedanklich von diesen Auslösern wegkommen wollen und mal mehr wirklich auf diesen Zustand gucken wollen. Was passiert da eigentlich mit mir und wie kann ich da auch einfach selber schon drauf Einfluss nehmen, je nachdem, ob ich irgendwo bin, wo die Sonne scheint, ob ich irgendwo bin, wo eben gerade nicht so viele Leute mich irgendwie behelligen, wo die Polizei möglichst weit weg ist vielleicht auch. Das ist ja auch oft ein ziemlicher Störfaktor für sowas. Einfach feststellen, wie stark das einfach umgebungsabhängig ist und eben auch von meiner Erwartung eben abhängig, in der ich da reingehe. Dass ich halt einen völlig anderen Rausch erleben kann mit der gleichen Substanz, mit dem gleichen Auslöser oder der gleichen Atemtechnik oder was auch immer, je nachdem, wie es drumherum aussieht. Also ganz schlicht weiß das ja jeder auch, dass der Kaffee einen mal müde macht und mal runter macht. Also es ist ja eigentlich, im Grunde ist es Alltagswissen, es ist bloß in dieser verschüttet. Konsequenz vielleicht einfach den meisten Leuten nicht bewusst. Okay. Dann hoffe ich, dass ihr den Tagesrausch genutzt habt, um euren eigenen Rauscherlebnissen ein bisschen bewusster gegenüberzutreten. Ich danke Daniel für den kurzen Besuch. Bist du gerade auf Lesereise? Ist da was geplant in den nächsten Wochen und Monaten? Es gibt immer wieder Veranstaltungen. Also es wird dann im Herbst wieder losgehen auf jeden Fall. Jetzt aktuell gibt es da gerade nichts, weil ich auch noch mal eine Weile im Ausland sein werde. Okay. Aber so im Herbst sind dann wieder zahlreiche Veranstaltungen, also wo ich dann das Buch vorstelle. Dann schaut auf glasslesskuller.org. Und dann kriegt er die neuen Termine. Vielen Dank für den Besuch und okay. Auf bald. Ja. Tschüss. Ciao. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen. Und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund ist in das Wegen.